Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Level 1 Run. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe gar keinen Bock auf heute. Das wird ganz, ganz, ganz böse. Überhaupt der Weg zu Malekith hin wird. Also, wenn ich nur an die Vögel denke, oh mein Gott, ich hab, also. Hallo. Hilfe. Hallo Rolf, hallo Schiffer, hallo Sharky. Also, das wird heute eine Qual, ich sage es euch. Viel Spaß mit den Highlights auf YouTube. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren oder mal auf Twitch vorbeischauen. Und wir gehen jetzt hier rein, Leute. Ohne den Blutungsschritt. Wir werden es erstmal ohne versuchen, Schiffer. Und wenn es absolut nicht geht, dann nehme ich den Blutungsschritt. Wir werden es jetzt erst einmal ohne versuchen. So, ich kenne die Wege ja. Hier bin ich letztes Mal gestorben. Oh, überlebt. Überlebt, überlebt, überlebt. Wie wär's mit Knickknack Ärmchen ab oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer? Ja, das wäre gut. So, den Talisman hier kann ich mir auch echt sparen. Bringt sowieso nichts. Ich bin bei allem One-Hit. Also bei allem, was ihr euch vorstellen könnt. Also ich glaube, bis zu den Vögeln wird's easy. Aber die Vögel, die werden mich heute so brechen, Leute. Ihr werdet mich so ragen sehen. Und so brechen. Aber wir haben gelernt, ne? Man kann hier über den Zaun springen. Hat man eine kleine Abkürzung. Hui. Ist viel einfacher. So, und jetzt geht's rum. Jetzt wird's witzig. Ich hab gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Ich muss so viele Quits out machen. Ah, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Nobu macht sowas? Das gibt's ja wohl nicht. Frech. Ich bin nicht One-Shot. Ja, ich hatte die Medizin drin. Hatte die Medizin drin. Damit kann ich einen Shot dodgen. Also ein Schlag habe ich frei. Den Drachen müsst ihr auch machen, den Drachenlord. Also, hast du gesoffen? Polizei? Ich glaube, Schiffer ist betrunken. Schiffer darf nicht mehr auf Twitch. Schiffer ist komplett betrunken. Er ist komplett besoffen. Ich glaube, Schiffer, was zitterst denn so? Und Malenia? Ey, seid ihr... Geht's euch nicht gut? Euch geht's nicht gut, ne? Die Hitze ist das. Die Hitze. Die Hitze tut euch gar nicht gut, ich sage es euch. Lara, was später mit Mario Kart? Hast dich noch nicht dazu geäußert oder ich habe es wieder nicht gelesen? Was ist später mit Mario Kart? Übrigens finde ich es übertrieben geil, dass nach 5 Minuten Stream, nach 10 Minuten Stream schon so viele Leute da sind. Fühle ich extrem. Und irgendwie habe ich keinen Bock, Quit-Out zu machen. Ich gehe hier jetzt durch. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Einfach drüber gesprungen. Rolf ist nur zufällig da. Gestern hast du mich ja versetzt, Lara. Gestern konntest du ja nicht. Da warst du ja unterwegs. Weißt, was du wieder getrieben hast. Was du wieder getrieben hast. Wer kennt den Film, was diese Frau so alles treibt? Deli Nobu, ihr kennt es bestimmt. Oder was diese Frau so alles kann? Bin ich tausendprozentig sicher. Komm, ich bin fast durch. Komm, bitte, bitte, bitte. Vögel, geht weg. Geht weg. Drache, geht weg. Bitte, 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 bitte. Wieso kommt der so nah? Ich habe ein Schild, das wollte ich auch benutzen, ne? Schild, schütze mich. Abgewehrt!
Lass mich durch, du Sack! Super, los, Kamikaze! Ach, Alter! Ich war durch! Wieso? Ich war durch, Mann! Oh. Ein kleines Schläfchen machen. Wie alt bist du? 50? Oh, oh, oh! Was mache ich denn hier? Ups. Der gute alte Mittags-Nobu. Dieser eine Vogel hat immer gelbe Augen. Das triggert mich. Aha, Shark, ich wusste es doch. Ja, dann lasst es euch gut gehen. Ich find's auch assi, dass... Ey! Die Vögel nicht von den Blitzen getroffen werden können. Das wäre doch viel realistischer. Oha, wie ich ausgewichen bin. Renn, 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 renn! Sag, wann kommt der Drache denn immer so nah? So gut. Ich meine, das ist nur der Weg zu Malekith hin, ne? Danach muss ich den scheiß Boss auch noch besiegen. Ah! Hallo. Kann ich so ungeschnitten auf YouTube laden. Ungeschnitten. Weil ich so schnell bin. Ich bin einfach zu gut für das Game. Ich habe einfach einen Ultra-Instinkt drin. So. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's ja erst spannend, Leute. Ihr dachtet, das war der schwierige Part, ne? Nein, nein. Das Schwierige kommt erst jetzt. Und du wolltest was mit Blut und Schritten, hast du nicht gesehen, was? Guck mal, ich hab's easy ohne Bluton geschafft. Ist das nicht gut? Ach nö. Fuck, schon getroffen. Tiche, bitte nicht auf den Baumtypen. Bitte nicht auf den Baumtypen. Bitte nicht auf den Baum, danke. Wow. Ich brauche eh noch ewig. Ich brauche mindestens noch eine Stunde, bis ich Malekith überhaupt mal gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute ein Easy Run wird, so wie die letzten Male. Ich glaube, heute wird nochmal richtiger Krampf. Wie damals der eine Götterskalpe. Ich glaube nicht, dass das heute Spaß macht. Heute wird ganz, ganz böse. Dass ich echt heftig Schaden mache. Ich glaube, hier ist Tische besser. Wenn ich Tische hier hole, ist gut. Wenn ich nur... Ah, nee, schau, mein Schild verloren. Hat er mich echt hinter dem Pfosten noch getroffen? Tische! Da wirft einfach einen Stein auf mich. Hallo, kann Tische bitte mal irgendwas machen? Sich das einfach an. Die ist wie ihr. Nee, nicht der Kerl, ganz genau. Ich weiche da eine halbe Stunde aus. Ich guck mal zu. Moin, Renault. Wow. Ach, da ist dann noch ein. Aber guck mal, wie viel Schaden Tische macht. Ich glaube, Tische macht den fast alleine. Ich hab gar nichts gemacht.
einfach gar nichts gemacht. Tiche macht das einfach komplett alleine. Ich weiß auch nicht, wie ich hier einmal Malekith treffen soll. Tiche, bitte. Tiche, bitte. Alles gut, Leute. Alles gut, Leute. Wenn ich die... Stellt euch mal vor, ich hätte den jetzt schon geschafft. Das wird doch niemand ernst nehmen, diesen Level 1 Run. Das wird mir doch niemand glauben, dass ich so einfach Malekith kille. Deine Scheißattacke. Bluthung, let's go! Ich bin beinahe tot. Und andere Themen. Alter, ging das schnell. Lauf! Lauf, 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 lauf! Die Frage ist, gehe ich jetzt überhaupt drauf oder lasse ich Tiche alles am machen? Scheiße. Lass ich Tiche alles machen? Oh, okay, ich drauf. Sag mal, hoffe ich einfach, dass Tiche das schafft. Oh, ja, okay, da gehe ich mal drauf. Kann er sich so da hinstellen? Bitte, Tiche, du musst ihn ablenken. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich bin so ein One-Hit. Bitte, Tiche, bitte, bitte, bitte. Bitte mach was! Eine Blutung wäre okay. Der Attacke kann ich gar nicht mit einem Dings ausweichen, oder? Kann das sein? Jetzt mal bitte sterben.
Und wehe, du bewegst dich! Lisa, ich bin doch schon gebrochen. Da macht ihr auch noch Hihihi. Seit 2 Stunden hänge ich hier, Lisa. Seit 2 Stunden. Brich mich doch nicht noch mehr. Ich glaube, das wird heute nichts, Leute. Ich befürchte fast, das wird heute nicht mehr besser. Ich bin seit einer halben Stunde nicht mehr in die zweite Phase gekommen. Manchmal wird es auch einfach zu viel. Jetzt kommen wir nicht wieder damit. Godfrey habe ich auch noch 2 Stunden geschafft. Kommen wir nicht so wieder. Da geht's der Armlehne, die ist nicht mehr existent. Sie ist nicht mehr am Stuhl, sie ist einfach abgebrochen. Nimm die Arznei doch erst zweite Phase und wie hole ich dann Tiche? Gar nicht. Ich soll die erste Phase komplett alleine machen. Du bist hier im Stream von Sweet Lou, nicht von Distortion. Hast dich, glaube ich, im Stream geirrt. Leicht geirrt hast du dich. Kann mal passieren. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber vielleicht sehen wir uns sehr ähnlich. Aber in meinem Gameplay, ich kann es verstehen, dass man manchmal denkt, ich werde Distortion. Ihr wisst, es gibt einen Typen, der Dark Souls 1 bis 3, Bloodborne und Elden Ring durchgespielt hat. No hit. No fucking hit. Nicht ein Game durchspielen bei Elden Ring. 5 Spiele hintereinander. Das sage ich mir immer, wenn ich hier an so einem Boss hänge. Es gibt diesen einen Typen, der alle 5 Souls Games oder Demon's Souls sogar auch noch, keine Ahnung. Der hat es einfach no-hit gemacht. Hintereinander weg. Ohne Pause. Einfach so. Vor allem bei seinem ersten Try wurde er beim Elden Beast, beim allerletzten, wurde er getroffen. Das heißt, er hat vor 12 Stunden oder so no-hit gemacht. Und dann bei Elden Beast wurde er getroffen. Und dann denke ich mir jedes Mal, Digga, du wirst ja wohl schaffen, diesen einen Boss zu schaffen, no-hit. Weiß nicht, wie der heißt.